Immer mehr Mädchen sind vor dem ersten Frauenarztbesuch schlecht, zumindest unzureichend aufgeklärt. Die Aufklärung erfolgt meist über die sozialen Medien, insbesondere YouTube, und diese scheint unzureichend zu sein. Und damit herzlich willkommen bei einem neuen Video von Richtig Schwanger, heute mit dem Thema der erste Besuch beim Gynäkologen. Zugegeben, der erste Besuch beim Frauenarzt steht jetzt nicht ganz oben auf der To-Do-Liste von den jungen Damen da draußen. Und die meisten, die schieben es sogar so lange vor sich hin, bis es irgendwann unumgänglich ist, bis man irgendwelche Beschwerden hat oder ein Rezept für die Pille braucht etc. pp. Man ist jedenfalls dann darauf angewiesen, dahin zu gehen und hat sich vorher gar nicht mit diesem Thema beschäftigt. Aber genau deswegen sollte man sich vorher auch mit diesem Thema ein bisschen beschäftigt haben, denn dieses Sprechzimmer eines Gynäkologen oder einer Gynäkologin ist wirklich ein Ort der Offenheit. Da kann man über alles Mögliche reden und diese Ärztin oder dieser Arzt sollte auch eine absolute Vertrauensperson für dich sein. Denen darfst du alles erzählen. Die haben alles schon gehört. In diesem Raum, in diesem Sprechzimmer von dieser Ärztin oder dem Arzt darf alles erzählt werden. Sogar Dinge, die du noch nicht mal der besten Freundin oder der eigenen Mutter erzählen würdest. Da ist der Ort, um sowas zu erzählen. Und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, sich vorher mit diesem ganzen Thema zu beschäftigen, zu wissen, zu welchem Arzt oder zu welchen Ärzten gehe ich denn, wie sieht es da aus, was kommt auf mich zu, wie sind die Untersuchungsschritte etc. pp. Und in diesem Video wirst du perfekt auf diesen Arztbesuch vorbereitet. Und die Frage, die sich logischerweise als erstes stellt, ist wann? Wann genau gehe ich überhaupt zum ersten Mal zum Gynäkologen? Und da gibt es keine pauschale Antwort. Also man kann nicht sagen, bis zum 16. Lebensjahr musst du da gewesen sein oder bis zum 18. Lebensjahr musst du auf jeden Fall schon mal beim Gynäkologen gewesen sein. Ich rate den Mädchen nur immer, geht hin, bevor ihr irgendwo mal hin müsst. Also diesen freiwilligen Schritt zu gehen und zu sagen, ich schaue mir die Ärztin oder den Arzt mal an, ich schaue mir die Arzthelferin an, ich schaue mir die Räumlichkeiten an. Diesen Schritt solltest du vorher machen, bevor du irgendwann mal hin musst und dann notgedrungenermaßen dir irgendeine Praxis schnell aussuchst, die in der Nähe ist. Und dafür gibt es in fast allen Praxen heutzutage Mädchensprechstunden. Also das sind einfach nur Sprechstunden, ein bestimmtes Zeitfenster, wo dir die Praxis gezeigt wird, wo dir die Räumlichkeiten gezeigt werden, wo der Untersuchungsstuhl demonstriert wird, die Untersuchungsmaterialien, wo du die Arzthelferin kennenlernst, wo du die Ärztin und den Arzt kennenlernst, wo du dir wirklich ein Bild von machst und sagst, ja, hier könnte ich mich wohlfühlen, hier habe ich ein gutes Bauchgefühl oder hier taugt es mir irgendwie nicht so, hier mag ich es nicht so, dann guckst du dir halt die nächste Praxis an. Und das ist auch ein großer Appell, guck dir ruhig 2, 3 Praxen mal an, um zu wissen, ist das was für mich oder ist das eher nichts für dich. Und dann schließt sich gleich eine Frage an und das ist das Wo. Wo genau gehe ich hin, welcher Gynäkologe oder welche Gynäkologin soll mich betreuen? Und das ist natürlich auch immer ein bisschen tricky, weil man hat ja überhaupt keine Vergleichsmöglichkeiten. Man weiß überhaupt nicht, sind die jetzt fachlich gut oder wie sind die Räumlichkeiten, sind die überhaupt nett oder nicht. Da bietet sich es eigentlich nur an, mal die beste Freundin oder Freundinnen überhaupt zu fragen, ob die mal schon mal beim Frauenarzt waren und wenn ja, wo und sind sie zufrieden, ja oder nein. Oder auch mal die Mutter zu fragen, die vielleicht schon seit 20 Jahren zu der einen Ärztin geht, mit der sie super zufrieden ist. Und dann kannst du dir diese Praxis eben auch mal anschauen. Das ist genau der Stichpunkt. Du darfst dir auch mehrere Praxen angucken und das würde ich sogar raten. Schau dir wirklich mal 2, 3 Praxen an, guck dir die Räumlichkeiten an, schau dir die Arzthelferin an, sind die nett, sind die zuvorkommend, sind die Ärztinnen oder Ärzte nett. Du kannst dir auf jeden Fall ein Bild davon machen und dir dann die Praxis rauspicken, wo du dich am wohlsten fühlst. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, denn du hast eine freie Arztwahl und kannst hingehen, wo du möchtest. Du musst nicht unbedingt dahin gehen, wo die Mama hingeht, die vielleicht schon seit 30 Jahren da ist und dieser Arzt ist vielleicht jetzt schon ein bisschen älter und das taugt dir irgendwie nicht, das gefällt dir nicht, sondern du kannst dir einen ganz eigenen Arzt, eine ganz eigene Ärztin aussuchen. Nur informier dich vorher ein bisschen. Dürfte ich noch jemanden zu meinem ersten Besuch beim Gynäkologen mitnehmen? Auf jeden Fall. Und das ist sogar ratsam. Denn die Situation ist unangenehm. Da kommst du gar nicht drum herum. Du schämst dich ein bisschen, du bist ein bisschen verunsichert. Dann nimm dir die Person mit, der du am meisten vertraust. Das kann die Schwester sein, das kann die beste Freundin sein, die Mutter oder auch der derzeitige Freund. Nimm die an die Hand und sag, so, wir gehen jetzt mal zu der in der Praxis, die schaue ich mir einfach mal an und ihr macht euch zusammen ein Bild davon. Erstens lockert das die Situation so ein bisschen auf, du bist eben nicht alleine und ihr könnt euch ein bisschen drüber austauschen und sagen, hey, die Arzthelferin war schon ein bisschen strange oder schon so ein bisschen ruppig, irgendwie gucken wir uns doch lieber nochmal eine andere Praxis an oder hey, war eigentlich alles super, die Räumlichkeiten sind toll, ich fühle mich da wohl, wie siehst du das? Ja, ich finde es auch gut. Also da kann man sich danach auch ganz gut austauschen. Deswegen sage ich immer, geht auf jeden Fall, wenn ihr es denn möchtet, zu zweit hin, aber es ist natürlich auch überhaupt kein Problem, wenn du sagst, das bringe ich alleine über die Bühne, ich möchte auf keinen Fall jemanden dabei haben, ist auch völlig in Ordnung.
Und jetzt geht es langsam so in die heiße Phase und jetzt kommt auch der Moment näher, vor dem man einfach mega Angst und Panik hat, denn es geht jetzt so langsam wirklich in Richtung Untersuchung. Man hat sich die Praxis ausgesucht, man kommt mit der Ärztin oder dem Arzt gut klar, die Praxis allgemein gefällt einem, es ist alles in Ordnung, man hat einen Termin gemacht. So, jetzt gehst du zum ersten Mal zum Gynäkologen, so richtig mit Untersuchung. Und jetzt darfst du nicht denken, sobald du in dieses Sprechzimmer reinkommst, dass du sofort dich ausziehen sollst und auf diesen doofen Stuhl setzen musst, sondern es wird erstmal viel gesprochen über dich, über deine Vergangenheit. Nimmst du irgendwelche Medikamente ein? Hast du Vorerkrankungen? Wurdest du schon mal operiert? Hast du schon deine Tage, deine Menstruation, ja oder nein? Hast du schon Geschlechtsverkehr gehabt, ja oder nein? Also da wird erstmal ein langes und ausführliches Gespräch mit dir geführt, um dich auch ein bisschen besser kennenzulernen. Und es ist auch nicht ganz unwesentlich für die Ärztin und den Arzt, was du vorher schon alles durchgemacht hast, beziehungsweise ob du irgendwelche Erkrankungen hast, ja oder nein. Und das ist jetzt auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich jetzt sage. Das Gespräch war jetzt schon einigermaßen unangenehm. Du musstest über Dinge sprechen, über die du eigentlich nicht so gerne sprichst, mit einem relativ fremden Menschen. Und jetzt sagt die Ärztin, der Arzt dann so, dann gehen wir mal so langsam in die Untersuchung über. Und wenn du dann sagst, oh, es ist mir irgendwie alles heute ein bisschen zu viel und zu früh, ich möchte es, glaube ich, doch nicht, diese Untersuchung, dann ist das völlig okay. Niemand darf dich zu irgendetwas zwingen. Du bist ein eigenständig denkender Mensch. Und wenn du sagst, so, das reicht mir bis hierhin und nicht weiter, jetzt gehe ich doch lieber mal nach Hause und die Untersuchung machen wir einfach beim nächsten Mal, dann ist das völlig okay. Das darfst du sagen. Und wenn du sagst, nee, jetzt sitze ich schon mal hier, jetzt bin ich da und jetzt habe ich schon dieses unangenehme Gespräch hinter mich gebracht, diese Untersuchung, das bringe ich jetzt auch noch hinter mich, dann habe ich es geschafft. Dann kommt schnell ein Gefühl auf, was man vielleicht auch vorher die ganzen Tage schon hatte, dieses Schamgefühl. Und das kann man ja auch total nachvollziehen. Man steht jetzt nicht nur nackig vor einem fremden Menschen, sondern man muss jetzt auf so einen komischen Stuhl sich da breitlings draufsetzen und die Beine spreizen. Das ist maximal unangenehm und man schämt sich bis ins Mark. Und das ist ein normales Gefühl, aber das muss man auch so ein bisschen relativieren, das Gefühl. Das ist wie, sagen wir mal, bei einer mündlichen Prüfung oder bei einer Klassenarbeit, wenn man sich den Lehrer nackig vorstellt. Du sollst jetzt nicht deine Gynäkologen nackig vorstellen, aber ich gebe dir trotzdem einen Tipp mit auf den Weg, wie du vielleicht dieses Schamgefühl ein bisschen relativieren kannst. Denn du musst überlegen, wie viele Frauen sieht so ein Gynäkologe nackt in seiner Karriere. Und da fangen wir einfach mal mit so einem ganz normalen Tag eines Gynäkologen an. Sagen wir mal, der sieht jetzt 15 Patienten. 15 Patientinnen mal, ja, nicht ganz 5 Tage, die er arbeitet, denn der hat ja mittwochs und freitags einen kurzen Tag. Also sagen wir mal 4. Dann haben wir so eine Woche eines Gynäkologen, sind 60 Frauen. Er sieht also pro Woche in seiner Karriere schon mal 60 Frauen. Jetzt arbeitet er ja nicht nur eine Woche, sondern einen Monat. Jetzt sagen wir einfach mal, jetzt haben wir es pro Woche, nehmen wir mal 4 Wochen, dann wissen wir es ungefähr pro Monat. Sagen wir mal 4, dann sind wir bei 240 Frauen, die er pro Monat nackt sieht. Gut, der arbeitet ja nicht nur eine Woche und einen Monat, sondern sagen wir mal ein Jahr. Jetzt ziehen wir mal 4 Wochen einfach mal, der hat ja auch ein bisschen Urlaub, muss man ihm auch eingestehen. Sagen wir mal 11, denn dann haben wir die 11 Monate ohne 4 Wochen Urlaub, nur mal so pauschal. Da sind wir bei 2640 Frauen pro Jahr. Das ist schon eine ganze Menge, die er nackt sieht. Jetzt musst du aber auch dazu wissen, so ein Gynäkologe, der braucht auch noch eine gewisse Ausbildung. Also man ist ja nicht mit dem Studium fertig und ist automatisch Gynäkologe, geht in die Praxis, sondern man braucht noch eine Facharztausbildung. Die macht man meistens in einer Klinik. Wie groß diese Klinik ist, hängt dann von dem Gynäkologen ab. Aber sagen wir mal, der macht das jetzt in einer relativ großen Klinik. So eine Facharztausbildung dauert 5 Jahre. Jetzt sagen wir mal, es ist eine kleine Klinik. Der hat jetzt weiterhin seine 15 Patientinnen pro Tag, die er jetzt auch in der Praxis hat. Das ist extrem wenig für eine Klinik. Aber sagen wir mal, es ist so, um da einfach halb auch mal zu gucken, wie viele der so in 5 Jahren gesehen hat. Nehmen wir also 2640 mal 5 Jahre. Da sind wir bei 13.200 Frauen, die er vor dir nackt gesehen hat. Und das sind jetzt Zahlen, die wirklich noch gering gehalten sind. 15 Frauen pro Tag, da lachen manche Gynäkologen drüber. Und um noch eins drauf zu machen, jetzt haben wir die 5 Jahre, jetzt ist er gerade frischer Gynäkologe. Das heißt, wenn er dich an seinem ersten Arbeitstag in seiner Praxis sehen würde, hätte er vorher schon ungefähr über 13.000 Frauen nackt gesehen. Jetzt sind die meisten Gynäkologen aber schon relativ lange tätig. Sagen wir mal, du bist zum Gynäkologen deiner Mutter gegangen, der schon 20 Jahre Behandlungserfahrung hat. Jetzt können wir diese Zahl noch mal 20 nehmen, bis er dich dann nackt sieht. Dann wären wir bei 264.000 Frauen. Das sind viele Frauen, die so ein Gynäkologe vor dir nackt gesehen hat. Um das mal abzukürzen, was ich unterm Strich eigentlich sagen möchte, ist, bevor er oder sie dich sieht,
hat diese Ärztin oder dieser Arzt schon sehr, sehr viele Frauen nackt gesehen. Und du bist unterm Strich nur eine von vielen. Das kann man vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dann ist es vielleicht mit dem Schamgefühl ein bisschen weniger schlimm. Nichtsdestotrotz, das Schamgefühl steht dir zu und da wirst du auch nicht drum rumkommen wahrscheinlich. Aber es ist alles nur relativ. So, jetzt bist du da in dieser Umkleidekabine untenrum freigemacht und was genau passiert jetzt? Was gibt es da für Utensilien? Wie läuft so eine Untersuchung genau ab? Und das erkläre ich dir jetzt. So, und das Erste, womit du in Kontakt trittst in so einem Untersuchungsraum, ist dieser riesige, angsteinflößende, voluminöse Stuhl in der Mitte von diesem Untersuchungsraum, der sogenannte gynäkologische Stuhl. Und warum wir Gynäkologen überhaupt so einen Stuhl brauchen, das erkläre ich dir jetzt. Der hat auch noch ein paar andere Funktionen, aber ein Grundprinzip ist immer das gleiche. Die Frauen müssen sich nackig draufsetzen und haben dann entweder Ablagen für die Waden, wo du deine Waden ablegen kannst, also deine Beine, oder du hast Ablagen für die Füße, wo du eben mit deinen Füßen dann draufstellst. Die Ärztin und der Arzt können den Stuhl hoch und runter fahren, natürlich je nach Größe des Arztes oder der Ärztin. Der hat auch noch die Möglichkeit, diese Rückenlehne zu verstellen. Das heißt, dass du ein bisschen in diese Lage kommst oder auch wieder ein bisschen nach vorne gebeugt wirst. Und eine dritte Funktion, was viele Stühle haben, diese Beinhalterung, wo deine Beine drin liegen können, auch hoch und runter fahren, je nachdem, wie viel Grad sie gewinkelt sein müssen, damit der Arzt oder die Ärztin ein gutes Blickfeld hat. Und jetzt kommen wir eigentlich zu diesem Grundprinzip von diesem Stuhl. Warum brauchen wir diesen Stuhl? Ganz kurz ein Crashkurs in weiblicher Anatomie. Das ist wirklich nur oberflächlich. Aber wir haben ja das äußere Genital quasi mit großen und kleinen Schamlippen. Dann haben wir die Scheidenöffnung ein bisschen weiter unten. Darüber ist eine Öffnung, wo der Urin rausgelassen wird. Und dort weiter drüben ist dann die Klitoris. Und der Gynäkologe konzentriert sich vor allen Dingen auf die Scheide. Und die Scheide ist eben nichts anderes als ein Hohlorgan. Man kann sich das vorstellen wie so eine Röhre quasi und die zeigt aber so ein bisschen nach unten versetzt. Und wenn ihr euch also einfach normal vor den Gynäkologen stellen würdet oder sitzen würdet, dann würde das so nach unten zeigen. Und wenn der Gynäkologe von hier guckt, dann sieht er gar nichts. Das heißt, man muss wirklich in diese Lage kommen und das zeigt man auch ganz gut an diesem Modell, damit wir überhaupt an Ort des Geschehens kommen. Denn wir wollen, hinten im tiefen Scheibengewölbe kommt ja eure Gebärmutter reingeragt und das ist genau der Ort, wo die Abstriche gemacht werden, wo in der Schwangerschaft dann auch geschaut wird, ob da alles gut ist. Das sind die wichtigen Dinge und die kann man eben nur so sehen, indem man euch ein bisschen nach hinten kippt. Deswegen gibt es diesen Stuhl. Dann sitzt ihr auf diesem Stuhl, ihr seid positioniert, ja, die Situation würde jetzt auch nicht besser. Jetzt ist aber ganz wichtig zu wissen, dass ihr ungefähr eine Ahnung habt, wie so eine gynäkologische Untersuchung abläuft, damit ihr erstens nicht überrascht seid oder verwirrt seid und auch einschätzen könnt, ist das jetzt alles so normal oder ist das eben nicht normal. Denn so eine gynäkologische Untersuchung läuft im Prinzip immer ähnlich ab. Klar, jeder Ärztin, jeder Arzt hat so sein eigenes Vorgehen, aber die Schritte sind eigentlich immer dieselben. Und es fängt immer damit an, dass man sich das äußere Genital erstmal anschaut. Und das läuft immer schon so ein bisschen nebenher oder automatisch, wenn die Frau schon da sitzt, dann wird schon mal mit so einem halben Auge drauf geschaut, ob alles so ist, wie es sein soll. Gibt es irgendwelche Verletzungen, Schürfungen, Rötungen? Das läuft also, wie gesagt, schon mal alles so ein bisschen nebenbei. Der nächste Schritt ist das Abtasten. Und da wird erstmal auf dem Unterbauch getastet. Gibt es da irgendwelche Stellen, die schmerzhaft oder verändert sind? Aber auch vaginal wird getastet. Und auch das ist dasselbe Prinzip. Es wird geschaut, gibt es da Stellen, die wehtun? Oder ist da alles glatt? Ist da alles normal? Oder gibt es irgendwelche Auffälligkeiten? Das ist übrigens auch gar kein Problem, wenn du Jungfrau bist. Das muss natürlich so eine Ärztin oder ein Arzt vorher wissen. Dementsprechend kann man eben auch vorsichtiger tasten, als wenn man jetzt schon mal Geschlechtsverkehr hatte. Aber es ist überhaupt kein Problem, auch wenn man Jungfrau ist, ertastet zu werden oder auch später kommen wir noch zu dem Ultraschall, ist auch kein Problem. Als nächstes kommen dann die Instrumente so langsam ins Spiel und da werdet ihr das auf jeden Fall in Filmen oder so schon mal gesehen haben, diese sogenannten Spekula, also diese wirklich komischen Instrumente, die da vaginal eingeführt werden. Und ich erkläre euch auch, warum man diese Instrumente braucht, weil so eine Scheidenhaut innen drin hat einfach die Angewohnheit zusammenzufallen. Also es ist nicht so, dass das so eine starre Röhre ist, wo man reingucken kann, sondern das fällt alles so ein bisschen zusammen und deswegen sieht man von vorne gar nichts. Man muss sich das also, diese Scheide ein bisschen aufhalten und dazu gibt es diese Spekula. Die gibt es in diversesten Ausführungen. Die meisten Kliniken und die meisten Praxen haben diese zwei silbrigen Dinger, die so aussehen wie so, ja, fast so ein L-Buchstabe. Und da gibt es zwei Stück, denn einmal legt man das unten quasi in die Scheide rein und einmal oben, um sich eben diese Haut so ein bisschen wegzuhalten, um mehr sehen zu können. Es gibt aber auch diese Schnabelspekula zum Beispiel, die wirklich aussehen wie so ein Schnabel, die führt man so ein und kann die dann so aufmachen. Das Prinzip ist aber immer das gleiche. Man will sich also die Scheidenhaut gut angucken, kann ringsum und möchte hinten an Ort des Geschehens, wo später auch die Abstriche genommen werden, eben an den äußeren Muttermund, also an den Gebärmutterhals kommen. Da geschieht nämlich auch später die Krebsvorsorge, da müssen die Abstriche genommen werden. Und wenn wir schon bei den Abstrichen sind, dann erkläre ich auch gleich dieses Prinzip mit. Also so ein Abstrich ist eigentlich so ein langer Wattetupfer.
Mutter im Prinzip. Und da geht man hinten wirklich an diesen äußeren Muttermund dran und nimmt sich so ein paar Zellen und kann die dann untersuchen. Sind da irgendwelche Bakterien oder Entzündungszeichen drin? Sind da irgendwelche Krebsvorstufen drin? Das ist später mit der Krebsvorsorge der Fall. Diese sogenannten Pap-Abstriche werden da genommen. Es gibt verschiedene Arten von Abstrichen oder auch von so Brushes und Bürsten. Aber das Prinzip ist eigentlich immer identisch. Und was so ein Gynäkologe sich auch mal anschaut, ist der pH-Wert, also der Säuregehalt der Scheide. Denn der soll so ein bestimmtes Maß, der muss ungefähr um 4 liegen, nicht überschreiten. Denn je basischer das wird, desto mehr spricht das dann auch für eine Entzündung. Dann ist irgendwie die Scheidenflora nicht in Ordnung. Hormonelle Dysregulation, also hormonelle Veränderungen können ein Grund sein. Deswegen schaut man sich das Ganze auch nochmal mit so einem kleinen pH-Streifen an. Und dann kommen diese blöden Instrumente auch wieder raus, werden weggelegt und du denkst, du hast es geschafft, puh, aber jetzt kommt noch der Ultraschall. Und dabei gibt es verschiedenste Schallköpfe. Also dieser Ultraschall, seht ihr hier, ist immer so das Gleiche, so ein großes Monster vom Computer. Und dann gibt es verschiedene Aufsätze, dass man über den Bauch zum Beispiel gucken kann, was im Bauchraum passiert. Es gibt aber auch diesen Vaginalschallkopf. Und der ist ganz, ganz wichtig für uns Gynäkologen. Das Prinzip ist auch ein bisschen, sagen wir mal, ihr seht, 30 Meter entfernt in einem Busch sitzt ein Vogel. Ihr seht von der Ferne, es ist ein dunkler Vogel, der ist irgendwie schwarz. Ihr könntet jetzt nicht sagen, es ist eine Amsel, eine Krähe oder was weiß ich, eine Elster. Und dann kommt ein Fernglas ins Spiel. Und das ist auch das Prinzip des Vaginalschallkopfes. Das heißt, der vergrößert uns einen Ausschnitt, den wir besonders betrachten wollen, enorm viel mehr, weil man mit dieser Sonde eben viel besser an Ort des Geschehens kommt, denn man möchte ja zu den Bauchorganen und die sind halt im Bauch. Und dann kommt man über die Scheide einfach viel näher ran als über den Bauchraum, also als über die Hautdecke. Und deswegen wird dieser gynäkologische Ultraschall auch immer von unten oder sehr, sehr oft von unten gemacht. Auch hier ist es im Prinzip kein Problem, wenn ihr Jungfrau seid. Das Jungfernhäutchen wurde sich ja vorher schon mal angeschaut. Und in den wenigsten Fällen ist das wirklich so, wie man sich das vorstellt, dass ein Jungfernhäutchen komplett die Scheide verschließt, sondern es ist meistens wirklich so ein Häutchen, wo man dran vorbei kann. Und deswegen tut es auch nicht weh, deswegen zerreißt das im Prinzip dort auch nicht. Aber es ist eben wichtig, habe ich vorhin schon gesagt, dass die Ärztinnen und Ärzte das vorher eben wissen. Und bei diesem Ultraschall wird sich eben eure Gebärmutter angeschaut, es werden sich die Eierstöcke angeschaut. Wenn ihr freie Flüssigkeit zum Beispiel im Bauchraum habt, was vorkommen kann, wenn man zum Beispiel eine Zyste ist geplatzt und die blutet so ein bisschen, dann sammelt sich natürlich der Schwerkraft entsprechend alles Blut ganz, ganz unten. Und das sieht man eben in diesem Ultraschall auch sehr gut. Das heißt, es ist wirklich ein probates und wichtiges Mittel, um zu sehen, ob da alles im Bauch in Ordnung ist. Und dann kommt dieser Ultraschall auch endlich weg und dann habt ihr es tatsächlich im Prinzip geschafft. Alles, was jetzt so vaginal passiert ist, ist jetzt schon mal geschehen. Jetzt kommt natürlich noch die Brustuntersuchung, die auch nochmal unangenehm ist, aber ich glaube, den schlimmsten Teil habt ihr schon mal hinter euch gebracht. Für die Brustuntersuchung ziehst du dich natürlich auch wieder an. Es ist nie so, dass du komplett nackig vor dieser Ärztin und dem Arzt rumlaufen musst, sondern das wird immer zweigeteilte Untersuchung. Entweder erst die vaginale Untersuchung, dann die Brustuntersuchung. Das ist so der Favorit, damit man das Schlimmere erstmal hinter sich hat. Es gibt aber auch Ärztinnen und Ärzte, die das andersrum machen, dass man also erst die Brust untersuchen lässt, sich dann obenrum wieder anzieht und dann untenrum freimacht, um die vaginale Untersuchung hinter sich zu bringen. Und auch die Prinzipien bei der Brustuntersuchung sind so ein bisschen ähnlich zu der vaginalen Untersuchung. Also es wird erstmal geschaut, ist alles so, wie es sein soll? Gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten, Rötungen, Schürfungen etc. pp.? Und dann wird natürlich auch getastet. Und da wird nicht nur an der Brust getastet, ob da irgendwelche Knötchen sind, sondern auch in der Achselhöhle. Da sitzen nämlich ganz viele Lymphknoten und auch die gilt es zu beurteilen. Und wenn man überhaupt einen Anhalt hat, dass da irgendwas vielleicht nicht in Ordnung sein könnte oder ihr da Schmerzen in dem Bereich habt, erst dann wird auch ein Ultraschall der Brust gemacht. Das ist wieder so ein anderer Schallkopf, diesmal aber so ein bisschen kleiner. Und damit kann man sich auch sehr gut die Strukturen in der Brust darstellen. Dieser Ultraschall wird aber tatsächlich nur gemacht in jungen Jahren, wenn irgendwie ein Anhalt dafür ist, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dann ist endlich Durchatmen angesagt. Ihr habt es geschafft. Das war der erste Besuch, die erste Untersuchung beim Frauenarzt. Bevor ich jetzt gleich noch ein paar Fragen beantworte, die einfach super oft gestellt werden und wo auch viele Ängste herrschen, lasst mich noch eins vorneweg sagen. Der erste Frauenarztbesuch ist nicht besonders prickelnd, ist nicht super, da freut man sich nicht drauf und ihr dürft aufgeregt sein und ihr dürft euch auch schämen. Das ist ein Grundgefühl, was euch einfach zusteht. Also da braucht ihr euch nicht verstellen oder irgendwie cooler tun, als ihr seid. Redet einfach offen mit eurer Frauenärztin oder eurem Frauenarzt. Und das ist auch genau der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte. Eure Ärztin oder euer Arzt muss eine absolute Vertrauensperson werden. Das passiert jetzt nicht am ersten oder am zweiten Termin, aber so im Laufe der Zeit müsst ihr mit ihr oder ihm über alles quatschen können, was euch so beschäftigt und was euch in den Sinn kommt.
Und das ist ganz, ganz wichtig. So ein Frauenarzt ist auch mal dafür da, einfach zuzuhören oder ein bisschen Ratschläge zu geben. Es muss nicht immer nur alles auf diese gynäkologische Untersuchung reduziert werden. Manchmal ist es auch ganz wichtig, einfach Dinge ansprechen zu können. Und jetzt komme ich noch zu ein paar Fragen, die in meinen Augen super häufig gestellt werden. Natürlich dürft ihr in den Kommentaren noch ganz, ganz viele Fragen stellen, wenn euch noch was beschäftigt. Aber diese Fragen kommen sehr häufig und deswegen klären wir die erstmal. Erstens. Was ist mit meiner Regelblutung? Wenn ich meine Periode habe, kann ich dann zum Frauenarzt gehen? Ja oder nein? Klar, ihr könnt zum Frauenarzt gehen, wenn ihr blutet. Das hat, ich habe es vorhin vorgerechnet, wie viele Frauen so ein Gynäkologe schon nackt gesehen hat. Und genauso viele hat er mit Sicherheit auch schon mit einer Blutung gesehen. Also das ist für uns Frauenärzte was völlig Normales, überhaupt nicht schlimm. Braucht euch nicht schämen. Muss ich mich vor dem Frauenarzttermin rasiert haben? Das ist euch überlassen. Wenn ihr euch wohler fühlt, wenn ihr frisch rasiert seid, dann rasiert euch. Wenn euch das eher unangenehm oder egal ist, dann lasst es sein. Uns jedenfalls ist es total egal, ob ihr rasiert seid oder eben nicht. Tut so eine gynäkologische Untersuchung eigentlich weh? Und das sollte man eigentlich mit einem ganz klaren Nein beantworten können, denn sie tut im Prinzip nicht weh, aber, jetzt kommt natürlich das berühmte Aber, es gehören auch zwei Parteien dazu. Da ist einmal die Ärztin und der Arzt. Es gibt, wie es auch Menschen wie Sand am Meer gibt, gibt es natürlich auch Ärztinnen und Ärzte wie Sand am Meer. Die einen sind ein bisschen feinfühliger, die anderen vielleicht doch ein bisschen gröber. Das muss man, wie gesagt, auch im Vorfeld dann sich mal raushören oder auch dann rauskriegen, ob das so ist oder ob da ein feinfühliger Arzt oder eine Ärztin sitzt. Und aber auch die andere Partei ist ganz wichtig, nämlich ihr. Wenn ihr nämlich komplett verkrampft auf diesem Stuhl sitzt, dann braucht man natürlich als Ärztin und Arzt ein bisschen mehr Kraft, um an diesen Ort zu gelangen, wo man hin möchte, um zu sehen, was man sehen möchte. Das heißt, wenn ihr tiefenentspannt seid und ihr eine feinfühlige Ärztin oder einen feinfühligen Arzt habt, tut eine Untersuchung überhaupt nicht weh. Was ist, wenn ich noch Jungfrau bin? Eine super häufig gestellte Frage und die habe ich, glaube ich, in dem Video schon ein paar Mal beantwortet. Es ist egal, es ist nur wichtig, dass wir es vorher wissen. Entsprechend vorsichtiger, also noch vorsichtiger sind wir dann bei der Untersuchung. Es ist nicht so mit den Jungfrauhäutchen, wie man sich das vielleicht angelesen hat bei diversen Suchmaschinen im Netz oder so. Es ist nicht immer so, dass das eine komplette Membran ist, die diese Scheide ausfüllt, also wirklich wie so ein Pergamentpapier, wo man dann durch muss, sondern meistens ist das wirklich nur so ein Häutchen an der Seite und die sind auch relativ elastisch. Das ist ein ganz weiches Gewebe, sodass man da auch gut bei der Tastuntersuchung oder mit einem Tampon oder auch natürlich mit dem Ultraschall gut vorbeikommt, ohne dass das wehtut oder irgendwie einreißt. Also das sollte wirklich gar kein Problem darstellen. Das waren, glaube ich, so alle Fragen, die mir jetzt so akut eingefallen sind. Wenn ihr noch Fragen habt, dann postet sie natürlich unten in die Kommentare. Ich versuche die natürlich alle entsprechend zu beantworten, wenn sie denn sinnvoll sind. Und ansonsten sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Edit mit Pürde auch bei Facebook und Instagram. Schaut mal auf der Website vorbei, richtigschwanger.de. Und lasst natürlich ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.